Exklusive Bilder aus einem geheimen IS-Video, gefilmt von einem IS-Mann. Das IS-Bataillon Badr Katiba in der Nähe der syrischen Stadt Kobane vor einer Schlacht. Fast ausnahmslos sprechen die Kämpfer Tschetschenisch. Mindestens zwei der Tschetschenen haben zuvor in Deutschland gelebt. Okay, die Videoaufnahme läuft. Saifullah, sag mal ein paar Worte. Wie gefällt es dir hier? Der Dank gebührt Allah. Möge Allah uns helfen. Abu Abdullah, der gefährlichste Sprengstoffexperte. Wenn dieser Mann nach Hause kommt, wird es an jeder Kreuzung Explosionen geben. Es gibt noch viele Orte, wo man Explosionen machen kann. Wir müssen Kobane zurückerobern. Der tschetschenische Warlord und IS-Kommandant Ahmed Chataev hat diese jungen Kämpfer rekrutiert. Zwei junge Tschetschenen aus Deutschland konnten wir auf diesem Video identifizieren. Russland B, Kampfname Salawat, und Aslanbek S, beide haben zuvor in Bremen gelebt. Tschetschenen aus Deutschland, die für den IS kämpfen. Aus Detmold in NRW reiste im Sommer 2015 auch der Tschetschene Magomed M. in den Krieg. Gemeinsam mit seiner Frau Fatima und den beiden kleinen Söhnen. Magomed M. und seine Familie hätten in Deutschland friedlich leben können. Doch sie ging nach Mosul im Irak, zum sogenannten Islamischen Staat. Im Februar 2019 kehrt Fatima M. allein aus dem Irak nach Deutschland zurück. Ihr Mann Magomed ist tot, die Kinder sind vermisst. Wie kann es sein, dass sie und ihr Mann sich mitten in Deutschland radikalisiert haben? Die große Mehrheit der Tschetschenen lebt friedlich in Deutschland. Doch der Verfassungsschutz warnt, unter den Salafisten, Vertretern einer islamistischen Ideologie, spielen Tschetschenen eine immer größere Rolle. Wie konnte es dazu kommen? Hier haben Magomed M. und Fatima vor ihrer Ausreise gelebt. Im Detmolder Stadtteil Spork-Eichholz, einem Wohngebiet am Rande der Stadt. Beide sind Ende der 90er Jahre mit ihren Familien aus Tschetschenien geflüchtet. Wenige Jahre danach kommen die beiden nach Nordrhein-Westfalen. Magomed wird deutscher Staatsbürger und macht eine Ausbildung zum Industriemechaniker. Hier hat er gearbeitet. Fatima lernt in Detmold den Beruf der medizinischen Fachangestellten. Auch sie erhält einen deutschen Pass. Viele Tschetschenen sind mit dem Zug über Weißrussland und Polen zu uns gekommen. Fast 42.000 haben seit 2012 Asyl bei uns beantragt. Schätzungen zufolge leben aktuell noch rund 40.000 in Deutschland. Wir begleiten Tschetschenen im Zug nach Polen. Schon am Schalter in Brest in Weißrussland wurden sie von den anderen Reisenden getrennt. Sie kommen in einen eigenen Waggon, damit die polnischen Grenzschützer sie auf der anderen Seite der Grenze in der EU leichter erkennen können. Die Tschetschenen, die wir bei der Ankunft in Polen interviewen, wollen nicht gezeigt werden. Sie haben Angst, dass ihre Angehörigen zu Hause Probleme bekommen. Einige flüchten, weil es in Tschetschenien keine Arbeit gibt, andere, weil sie von den Behörden schikaniert werden, wie sie uns erzählen. Ich will den Flüchtlingsstatus bekommen. Ich habe doch das Recht, darum zu bitten. Ich habe mich für Europa entschieden. Dort ist es sicher. Was ich dort machen werde, weiß ich jetzt noch nicht. Ich interessiere mich in erster Linie für Sport. Ich will, dass die Kinder da weiterkommen. Fußball oder Kampfsport. Im Kaukasus habe ich keine Zukunft. Man wird verfolgt. Ich habe den polnischen Grenzbeamten den Lügendetektor vorgeschlagen. Sie haben mich nur ausgelacht. Über die Behandlung bin ich geschockt. Die Tschetschenen, die ich im Zug gesprochen habe, kommen aus politischen Gründen. 99% nennen politische Gründe. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das sagen sie zumindest. Auf dieser Route kommen mittlerweile nur noch wenige Tschetschenen nach Deutschland, da die Polen die meisten zurückschicken. Heute flüchten die Menschen auf anderen Wegen zu uns.
2018 und Anfang 2019 haben fast 3.700 Tschetschenen Asyl beantragt. Viele kommen nach Brandenburg in Erstaufnahmeeinrichtungen wie diese. Wir haben seit 2013 in Brandenburg eine deutliche Zunahme von Asylanträgen, von Asylbewerbern, die aus Tschetschenien zu uns gekommen sind. Das fing an mit wenigen hundert und ging teilweise bis auf einen deutlichen vierstellige Zahl in den Jahren 2015, 16, 17. Als Asylberechtigte anerkannt werden nur wenige. Doch abgeschoben werden Tschetschenen kaum. Unter anderem, weil Russland ihnen bislang keine Pässe ausstellt. Außer in Brandenburg leben viele Tschetschenen in Berlin. Auch Nordrhein-Westfalen gilt als ein Bundesland, in dem sich viele von ihnen niedergelassen haben. Ihr Heimatland Tschetschenien gehört zur Russischen Föderation, der Region Nordkaukasus. Immer wieder geraten Tschetschenen und andere Nordkaukasier in Deutschland in die Schlagzeilen. Sollen wie Fatima M. und ihr Mann in die Fänge von Islamisten geraten sein. Der Bundesverfassungsschutz geht von rund 500 nordkaukasischen Islamisten in Deutschland aus. Auch er soll dazugehören. Am 22. August 2018 wird in Berlin Magomed Ali C. festgenommen. Ein russischer Staatsbürger mit Kontakten in die Islamistenszene, der lange im Nordkaukasus gelebt hat. Die Bundesanwaltschaft hat Ende Februar 2019 Anklage gegen ihn erhoben. Magomed Ali C. habe vorgehabt, einen islamistisch motivierten Anschlag in Deutschland zu begehen, um möglichst viele Menschen zu töten oder zumindest zu verletzen. Er soll mit dem späteren Weihnachtsmarktattentäter Anis Amri einen Anschlag in Deutschland geplant und sogar schon den Sprengstoff dafür vorbereitet haben. Radikalisiert wurde Magomed Ali C. laut Generalbundesanwalt hier, in der mittlerweile geschlossenen Fusilet-Moschee, in der auch radikale Tschetschenen verkehrten. Und auch diesem Mann wird Terrorismus vorgeworfen, dem Tschetschenen Ruslan B. aus Bremen, einer der Kämpfer aus dem IS-Video. Gesucht vom französischen Geheimdienst, weil er als Terrorist Straftaten vorbereitet haben soll. Wir wollen herausfinden, wie groß ist die Gefahr durch tschetschenische Islamisten in Deutschland wirklich? Allein der NRW-Verfassungsschutz zählt in seinem aktuellen Bericht 70 Unterstützer der islamistischen nordkaukasischen Szene. Die Behörde beobachtet eine spürbare Hinwendung zu global-dschihadistischen Organisationen, insbesondere zum sogenannten Islamischen Staat. Und weiter heißt es, in Nordrhein-Westfalen kommt es im Umfeld von tschetschenischen Führungspersönlichkeiten immer wieder zur Radikalisierung junger Männer und zu dschihadistisch motivierten Ausreisen. Wir recherchieren im Netz und stoßen auf Posts junger Tschetschenen aus Deutschland. Erstaunlich offen zeigen sie auf Facebook und anderen sozialen Netzwerken ihre Gesinnung mit Bildern mit der Symbolik des sogenannten Islamischen Staates. Die Bilder sind stereotyp. Der Mann als Kämpfer, als Krieger, als Verteidiger der Scharia. Sie verehren islamistische Anführer, deren Ziel ein kaukasisches Kalifat unter dem Dach des Islamischen Staates. Auch der Verfassungsschutz in Brandenburg beobachtet tschetschenische Islamisten. Laut aktuellem Bericht ist der islamistische Extremismus dort sogar vorwiegend durch Migranten aus dem Nordkaukasus geprägt, einer Gruppe von etwa 60 Personen. Besonders im Fokus ehemaliger IS-Kämpfer. Zitat: Sicherheitsbehörden rechnen mit der Bereitschaft einiger dschihadistischer Tschetschenen, auch in Deutschland schwerste Straftaten zu begehen. Sorge bereiten dem Verfassungsschutz tschetschenische Kampfgruppen, die in Syrien aktiv waren, wie die Badr Katibar-Brigade. Zitat: Sie gelten aufgrund ihrer militärischen Fähigkeiten und ihrer Skrupellosigkeit als Elitekämpfer. Einige könnten nach Europa fliehen. Man muss da ganz klar Pauschalierungen vermeiden. Das ist logisch. Nicht jeder Tschetschene ist gleich. Es gibt schon Unterschiede auch zwischen Frauen und Männern aufgrund der unterschiedlichen Rolle, die sie auch in den Gesellschaften haben.
Allerdings muss man eben auch sehen, es handelt sich um eine Kultur, die sehr auf die Clans setzt. Eine Zivilgesellschaft hat sich im Kaukasus nicht im selben Maß entwickeln können wie in Westeuropa. Die Rollenbilder sind ganz verschieden. Das heißt, der Lernprozess, den viele Menschen durchlaufen müssen, das ist ein ganz anderer als bei anderen Menschen, die zu uns kommen. Der Bildungsstand ist entsprechend oft auch nicht so ausgeprägt. Und das größte Problem ist eben auch, dass die Fähigkeit zu erwerben, Interessenkonflikte, Meinungsverschiedenheiten auf eine friedliche Art und Weise miteinander zu klären, ohne Aggression. Was sagen in Deutschland lebende Tschetschenen zu diesen Vorwürfen? Gesprächstermin in der Deutsch-Kaukasischen Gesellschaft in Berlin. Ahmed Dokudaev hier in der Mitte gibt uns ein Interview. Seit 6 Jahren lebt er in Deutschland. Dokudaev ist ein wichtiger Vertreter im Ältestenrat der Tschetschenen in Europa. Ich möchte sagen, dass diese Organisationen, der IS, eben die, die in Syrien kämpfen, bei denen arbeiten überall deren Agenten und die werben natürlich Leute an. Aber wir Tschetschenen, das tschetschenische Volk, nehmen das nicht an. In Berlin haben wir den Ältestenrat gegründet. In Wien haben wir eine Geschäftsstelle der Einrichtung gegründet und wollen überall mit den Menschen, mit der Jugend arbeiten, damit diese Organisationen die Jungen nicht mit ihrem Geist einfangen können. Eckhard Maas ist der Vorsitzende der Deutsch-Kaukasischen Gesellschaft. Er betont, wie friedlich Tschetschenen in Deutschland seien. Ich mache seit 20 Jahren hier in Deutschland Flüchtlingsarbeit. Und alle diese Familien, also die ich vor 15 Jahren die hier gesessen habe, die ich unterstützt habe in ihren Asylverfahren bei der sozialen Integration, alle sind sie jetzt, auch wie er, ne? Die haben alle eine Wohnung, die haben ein Auto, die haben gut zu essen, die Kinder studieren. Und die sind hier total integriert, also schon in der zweiten Generation, also schneller als andere Völker, würde ich mal sagen. Mhm. Und die haben natürlich null Interesse, also hier in Deutschland irgendwelche Ziele zu finden. Also Anschläge zu verüben. Islamistische Tschetschenen kenne er nicht, sagt Maas. Und Dokudaev sagt, Islamisten zerstörten den Ruf seiner Landsleute. Terroristen. Die ganze Welt hat Angst, sobald es ein Tschetschene ist. Dann sagt jeder, das ist ein Terrorist. Wir haben nichts gegen Religion. Unser Glaube ist muslimisch. Was die machen, so kenne ich den Koran nicht. Der Koran lehnt es ab, Unschuldige zu töten. Die Religion lehnt die Tötung von Unschuldigen ab. Was wird gesagt? Radikaler Islam, traditioneller Islam, dann die Sufisten. Alles wird vermischt. Aber diese Organisationen, der IS, die schlafen doch nicht. Aber unsere Gesetze, unser Adat erlaubt es nicht, einen Unschuldigen zu töten. Der Islam erlaubt es nicht, einen Unschuldigen zu töten. Tschetschenien hat nur etwa 1,4 Millionen Einwohner. Seit dem Ende der blutigen Kriege gegen Russland 2009 ist es eine autonome Republik im Kaukasus und Teil der Russischen Föderation. Herrscher ist der international umstrittene Ramzan Kadyrov. Prägend für die Tschetschenen sind 3 Gesetze: die islamische Scharia, die staatlichen Gesetze und die Adat, das sind alte, völkische und traditionelle Regeln. Ehrung der Alten, Ehrung der Frau, Ehrung des Kindes, Ehrung der Natur. Und dann Regelung aller zwischenmenschlichen Dinge, also wie Blutrache, wie ich schon erwähnt habe. Und dazu gibt es noch eine Fülle von einzelnen Gesetzen, die sehr streng beachtet werden. Also wenn es zum Beispiel zur Ehescheidung kommt, das ist nicht selten bei den Tschetschenen, dass die Männer da doch eine andere heiraten wollen, dann muss diese geschiedene Frau die Kinder herausgeben. Das heißt, die Kinder gehören der Familie des Mannes. Die Union ist so. Das tschetschenische Volk hat ein Gesetz des Lebens. Seit Tausenden von Jahren haben unsere Väter dieses Gesetz geschrieben, nach dem ein Tschetschene lebt, den Adat. Frau, Mann, Alter, Junger, jeder muss nach diesem Adat leben.
Der widerspricht weder dem Völkerrecht noch den muslimischen Gesetzen. Christian Ostholt ist promovierter Historiker. Seit 9 Jahren erforscht er den aufkommenden Islamismus in Tschetschenien und den militanten Widerstand gegen Russland. Er hat einige Zeit in Tschetschenien gelebt, ist Autor einer umfangreichen Gesamtdarstellung zum tschetschenisch-russischen Konflikt und berät deutsche Behörden. Der Tschetschenienkrieg mag zwar vorbei sein, aber die gegenwärtige Situation in Tschetschenien ist höchstens die Abwesenheit von Krieg. Es ist kein Frieden, weil es eben immer noch eine Institution gibt, die Gewalt anwendet gegen die Zivilbevölkerung. Und insofern ist es natürlich durchaus möglich, dass Menschen immer noch flüchten, weil sie in Tschetschenien drangsaliert werden, weil sie möglicherweise von den Geheimdiensten verfolgt werden. Bis zum Ende des ersten separatistischen Tschetschenienkrieges 1996 spielte der Islam politisch keine Rolle. Danach strömten die Wahhabiten, Vertreter einer radikal-konservativen Strömung des Islams, ins Land unter ihren Führer wie Ibn al-Khattab. Sie brachten Geld und konnten so die Macht übernehmen. Gemäßigte Politiker wurden von Feldkommandeuren wie Shamil Basayev und dem aus Saudi-Arabien stammenden Khattab verdrängt. Mit deren Geld und Material schien der Kampf gegen Russland plötzlich wieder aussichtsreich. Mit den Wahhabiten änderte sich auch die Taktik. Jetzt waren Anschläge auf die Zivilbevölkerung in Russland ein probates Mittel. 2002 orchestrierten die wahhabitischen Separatisten den Anschlag auf das Moskauer Dubrovka-Theater. Erstmals gingen Bilder von islamistischen Terroristen aus Tschetschenien um die Welt. Darunter auch die der sogenannten Schwarzen Witwen. Frauen, die als Selbstmordattentäterinnen mit Bomben oder Sprengwesten zahlreiche Anschläge verübten. Ich würde sagen, in dieser Phase vermengte sich quasi dieser ursprünglich separatistische Kampf allmählich mit religiösen Motiven. Wobei man dazu sagen muss, dass die Mehrheit der tschetschenischen Bevölkerung nie religiöse Motive im Sinne hatte, wenn es darum ging, gegen die russische Militärpräsenz im eigenen Land zu sein. Das war eben eine kleine Gruppe, die aber sehr vehement vorgegangen ist. Und im Grunde könnte man sagen, diese Leute haben den gesamten Tschetschenien-Konflikt mehr oder weniger gekapert und ihm ihren Stempel aufgeprägt. Doch diese unheilige Allianz mit den Wahhabiten ist heute auch in Tschetschenien umstritten. Ich kenne viele Tschetschenen, die in der Retrospektive rückblickend sagen, man hätte damals besser andere Möglichkeiten gefunden. Damals bot diese Fraktion offensichtlich vielen eine Perspektive, weil sie eben extrem entschlossen war, die russische Militärpräsenz in Tschetschenien mit aller Gewalt zu beenden. Und das war für viele Menschen damals eben ein ganz entscheidendes Motiv. Sie müssen sich vorstellen, Tschetschenien war damals der Willkür der russischen Truppen ausgesetzt. Und das führte natürlich zu vielen Menschenrechtsverletzungen, zu Entführungen, zu einem Klima der permanenten Rechtlosigkeit. Und insofern ist es schon nachvollziehbar, dass die Menschen eben damals dann die für sie beste, lukrativste Aussicht eben auch eingegangen sind. Bilder der völlig zerstörten tschetschenischen Hauptstadt Grosny gingen Ende der 90er Jahre um die Welt. In dieser Zeit flohen auch Magomed M. und seine spätere Frau Fatima vor einem grausamen Krieg, der ihre Heimat erfasst hatte. Basayev hatte ein kaukasisches Kalifat ausgerufen und den Nachbarstaat Dagestan überfallen. Die Russen gingen gegen Tschetschenien mit großer Brutalität vor. Es kam zu einer Spirale der Gewalt auf beiden Seiten, die die tschetschenische Bevölkerung bis heute prägt. Das Kämpfen hat in Tschetschenien ja einen ganz anderen Stellenwert als in Europa. In Tschetschenien ist der bewaffnete Kampf ein erstrebenswertes männliches, sagen wir mal, ideal. Und wenn man also diesen Konflikt in Syrien sich anschaut, wo, wie ich schon sagte, Glaubensbrüder unterdrückt werden, dann fällt es solchen Menschen, glaube ich, relativ leicht, irgendwann zu sagen, ich möchte da etwas gegen tun. Und wenn man dann diese Tradition eben kennt, dann kann man relativ schnell die Entscheidung fällen, etwas dagegen zu machen. Sind Tschetschenen gewaltbereiter als Menschen anderer Nationen? Wir wollen mit jungen Tschetschenen in Deutschland darüber reden. Kontaktieren viele, doch offen will niemand mit uns sprechen. Schließlich lernen wir Medet und Sura kennen, die verdeckt reden wollen. Um sie nicht erkennbar zu machen, haben wir ihren Namen geändert und das Treffen mit ihnen nachgestellt.
Beide sind vor 20 Jahren nach Deutschland gekommen. Ihre Kindheit in Tschetschenien, ein Alltag voller Gewalt. Ja, genau deswegen, was wir in Tschetschenien gesehen haben in diesem Krieg. Zum Beispiel, für mich fällt es heutzutage leichter, darüber zu reden, weil ich das über die Jahre in meinem Kopf schon verarbeitet habe, meine ganzen Kriegserlebnisse. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, dann war das schon echt krass, jeden Tag rauszugehen, tagtäglich über Leichen zu laufen, zu sehen, wie Leute einfach abgeknallt werden, so kleine Kinder. Und die Russen, sie haben keine Ahnung, wie schlimm die Russen waren. Die haben, wissen Sie, genau das haben wir von denen gelernt, dieses keine Gnade haben, dieses keine Grenze haben, weil wir nichts anderes gesehen haben. Und mit dieser Angst kommst du dann hierhin. Und alles, was sie sich in ihrem Land nicht trauen, das bringen sie dann hierhin mit und lassen es raus. Wie sagt man, sie lassen ihrer Wut freien Lauf. Wissen Sie, es gibt Tschetschenen, die sind so, die leben so, die ganz normal zur Schule gehen, arbeiten gehen. Die streiten sich mit niemandem, die hauen niemanden auf die Fresse, den sie draußen sehen. Ne? Es gibt auch solche, aber es ist selten. Zum Beispiel in Berlin leben zu viele Tschetschenen. Da müssen sie zusammenhängen, da können sie nicht andere Landsleute als Freunde haben und so. Dann würden sie sagen, was ist los bei dir? Bist du auch Europäer geworden? Bist du jetzt wie ein Deutscher? Und keine Ahnung was. Medet und Sura sagen, sie würden von Landsleuten verfolgt wegen ihrer europäischen Lebensweise. Sie zeigen uns ein Video, das in tschetschenischen WhatsApp-Gruppen kursiert. Der Absender behauptet, sie seien eine Gruppe von 80, die Frauen verfolge, die Beziehungen mit Nicht-Tschetschenen eingehen und Homosexuelle. Medet ist homosexuell und fühlt sich bedroht. Sura sagt, sie werde seit Monaten verfolgt, weil sie unter anderem Jeans trage. Andere Tschetscheninnen hätten sie fotografiert und als Hure beschimpft. Und leider ist es wirklich so, also jemand hat mir verfolgt und gesehen, dass ich Kontakt mit Nicht-Tschetschenen habe und Frau darf überhaupt keinen Kontakt mit Männern haben, wenn sie nicht diesen Jungen in Zukunft heiraten will. Und vor allem nicht mit Ausländern, mit Männern aus anderen Ländern. So, es gibt keine Freundschaft zwischen Frauen und Männern, kann nicht so sein. Und ja. Es ist also vollkommen normal, dass Frauen verprügelt werden, dass Frauen dienen müssen und sich nicht frei entfalten können und in wahnsinnigem Druck stehen. Und es gilt also auch genauso, dass die deutsche Gerichtsbarkeit, die deutsche Polizei nichts gilt. Das heißt, Konflikte werden eben durch einen Richterspruch einer Autorität, einer tschetschenischen Autorität gelöst, die teilweise sogar nicht mehr in Deutschland ist, sondern noch weiter in Tschetschenien sich befindet. Und dann also sehr archaische Konfliktlösestrategien, würde ich mal so formulieren, genutzt werden, die eine ganze Menge von Folgeproblemen mit sich bringen. Integration in unser Leben, in unsere Wertvorstellungen ist so gut wie nicht möglich. Ja, bei ihr waren auch mal 50 Tschetschenen vor der Haustür und wollten sie mitnehmen und umbringen. Zum Glück hat sie vorher geschafft, von da abzuhauen und war dann im Frauenhaus. In Österreich leben Schätzungen zufolge etwa 30.000 Tschetschenen. Wir fahren nach Wien. Viele Tschetschenen besuchen regelmäßig das sogenannte Islamische Zentrum, eine große Moschee. In einem Wiener Viertel kommen wir mit jungen Tschetschenen ins Gespräch. Wir wollen wissen, was für sie die Adat, die ungeschriebenen traditionellen Regeln im Alltag bedeuten. Wenn jemand zu mir sagt, ja, deine Familie so und so, nein, geht nicht. Ich würde ihm gleich sagen, halt entweder deine Fresse oder wir klären das anders. Wir verteidigen unsere Ehre. Ehre ist was Höheres bei uns. Zum Beispiel mein Vorfahren, mein Vater hat den Krieg gekämpft, mein Opa hat den Krieg gekämpft, sein Opa, alle. Ich kann jetzt nicht hier stehen und meine Ehre beleidigen lassen. Das geht gar nicht. Bei uns in Tschetschenien Kultur ist Respektsache. Ich kann jetzt nicht vor ältere Tschetschenen, die da waren, jetzt stehen und, wie soll ich sagen,
schlimme Worte vom Mund nehmen oder rauchen vor denen oder falsche Blicke machen. Das geht nicht. Immer Hände nach hinten, schön reden. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das höre ich öfters, dass Österreicher keinen Respekt vor Eltern haben und so. Es gibt auch gute Österreicher. Es gibt Tschechien, die. Ja, ich weiß. Haben nicht alle gemeint? Nein. Ich höre das, habe ich gehört. Wenn ich jetzt da sitze mit denen zusammen und 5-6 Mädchen sitzen neben uns, geht ein älterer Tschetschene vorbei, das ist respektlos. Oder geht irgendein Araber oder Afghaner, das ist respektlos bei uns. Es geht um Stolz und um Ehrensache, deswegen sind wir lieber unter uns, statt dass uns dann später, meine Mutter geht vorbei, ha, ich habe seinen Sohn mit irgendwelchen Mädchen gesehen. Nein. Wir sind noch zu jung für sowas. Wenn es sein muss, dann, wenn wir älter werden, dann, wenn wir heiraten, dann ist was anderes, ja? Deswegen, wenn Mädchen kommen, sagen wir Hallo, bitte weitergehen. Wir wollen hier alleine sein. Medet und Sura empfinden die traditionellen Regeln als einengend. Wir fragen Medet, wer in der tschetschenischen Großfamilie das Sagen hat. Die Mütter, egal wie gut sie sind, sie haben nichts zu sagen. Sie haben nichts zu sagen und nichts zu melden. Der Vater ist das Oberhaupt. Wenn der Vater nicht da ist, dann sind das die ältesten Brüder. Je älter du zu Hause bist, desto mehr Macht hast du. Zurück nach Detmold zur Familie von Fatima und Margomet M. Sie waren scheinbar integriert. Fatima kümmerte sich um die Kinder, Margomet arbeitete oft in der Nachtschicht. Nachbarn und Kollegen erzählen uns, dass sie sehr zurückgezogen lebten. Kamen Margomet und Fatima M. in Detmold in Kontakt mit radikalen Islamisten? Wann reifte ihre Entscheidung, in das Gebiet des Islamischen Staates zu reisen? Wir wissen es nicht. Aber wir finden Belege für islamistische Aktivitäten in Detmold. In der Stadt, in der Margomet und Fatima M. gelebt haben. Mit dabei eine weitere tschetschenische Familie. In der Detmolder Fußgängerzone fand 2011 eine Aktion statt, bei der Korane verteilt wurden. Auf den Videoaufnahmen erkennen wir das Familienoberhaupt eines tschetschenischen Clans aus Detmold. Und zwei seiner Söhne. Damals sorgt die in Deutschland inzwischen verbotene Organisation Milatu Ibrahim mit solchen Koranaktionen für Aufmerksamkeit. Neben dem tschetschenischen Clanchef am Stand der bekannte deutsche Islamist Hassan K. Alhamdulillah, wie gesagt, wir werden weitermachen, egal was kommt, egal was passiert, wir werden weitermachen, inshallah, bis der Kopf fliegt, inshallah. Zeugin der Koranverteilung war auch die Lehrerin Birgit Ebel aus Herford. Sie ist Mitbegründerin von Extrem Dagegen, einer Herforder Initiative gegen Extremismus. Schüler hatten ihr damals von dem Koranstand berichtet, sie vorhin. Sie haben ein Redepult da gehabt und haben ganz laut Suren verlesen. Es wurde gesungen, es wurden diese Naschids gesungen. Und bei diesen, die das gemacht haben, sind drei oder vier von auswärts angereist. Und diese drei oder vier, die sind mittlerweile untergetaucht, beziehungsweise sie sind zwei von denen sind definitiv im Sommer 2012 ins IS-Terrorgebiet noch ausgereist. Dass sie ausgereist sind, hatte damit zu tun, dass ungefähr 4-5 Wochen nach dem Auftritt in Detmold diese Organisation Milatu Ibrahim, die hergeholt worden war von hiesigen Islamisten, verboten wurde bundesweit als sehr gefährliche islamistisch orientierte Organisation. Und daraufhin haben die sich aus der Spur gemacht, haben Deutschland verlassen und haben sich dann direkt dem IS-Terroristen angeschlossen. Hassan K. wurde in Deutschland zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, hat sich allerdings vor Haftantritt ins Ausland abgesetzt. Auf dem Video ebenfalls zu erkennen ist einer der Söhne des tschetschenischen Clanchefs. Der damals 15-Jährige steht neben Hassan K. und soll etwas in die Kamera sagen. 4 Jahre nach der Koranverteilung in der Detmolder Fußgängerzone geht bei diesem Sohn offenbar die Saat auf. Der junge Tschetschene postet Bilder im Internet mit Dschihad-Bezug und IS-Symbolik. Was ist deine Vorstellung von einem erlebnisreichen Tag, wird er im Internet gefragt. Seine Antwort: Allahu Akbar. Dahinter setzt er 3 Bomben. Der älteste Sohn des tschetschenischen Clan-Oberhaupts
wird 2015 angeklagt, weil er nach dem Attentat auf Charlie Hebdo Bilder von sich und einer IS-Flagge gepostet hat. Mittlerweile ist das Foto aus dem Netz gelöscht. Vor Gericht sagt er, es sei eine Dummheit gewesen. Er hätte sich als gläubiger Muslim von den Charlie Hebdo-Karikaturen verletzt gefühlt. Die Richterin verurteilt ihn zu einer Jugendstrafe. Über Birgit Ebel und ihre Initiative Extrem dagegen bekommen wir Hinweise auf weitere tschetschenische Islamisten in NRW. Seit Jahren beobachtet die Initiative auch die Aktivitäten von Salafisten in Ostwestfalen-Lippe. In diesem Gebäude in Flotow-Exne entstand 2011 dieses Video. Eine Feier, weil ein junger Deutscher zum Islam konvertiert ist. Auf dem Podium Abu Naji, ein salafistischer Prediger, der untergetaucht ist. Für ihn übersetzt auf Tschetschenisch Said O. Ein Tschetschener aus Herford, der vom Staatsschutz als islamistischer Gefährder geführt wird. Ebenfalls im Saal der tschetschenische Clanchef aus Detmold. Er steht direkt hinter einem später ausgereisten und beim IS getöteten Mann aus Herford. Und wir finden auch diese Bilder. Ein Fest in Herford im Jahr 2012. Said O, der tschetschenische Islamist, hält eine Ansprache. Im Publikum wieder der Clanchef aus Detmold, diesmal mit seinen beiden Söhnen. Auch auf den Fotos dieses Festes drei Männer, die nach Syrien ausgereist sind, alle aus dem Umfeld des Tschetschenen Said O. Hatte Magomed M. Kontakt zum Clanchef aus Detmold oder zu Said O? Belege dafür gibt es nicht. Magomed M. soll diese Moschee in Herford besucht haben, die als Salafistentreffpunkt galt. Said O. besucht sie heute noch. Nachbarn von Fatima und Magomed M. berichten uns, die Familie hätte damals regelmäßig Besuch von Männern mit langen Gewändern gehabt, auch Tschetschenen seien darunter gewesen. Oft hätten sich die Männer tagelang im Haus der Familie aufgehalten und diskutiert, so die Nachbarn. Wer diese Männer waren, lässt sich nicht herausfinden. Interviews lehnen die Nachbarn ab. Magomed M. postet in dieser Zeit eine Dschihad-Flagge mit der Aufschrift „Das kaukasische Kalifat ist ausgerufen“. Im Sommer 2015 reisen er und seine Frau aus Deutschland in Richtung Islamischer Staat. Dem Vermieter und Nachbarn gegenüber sprechen sie von einem Urlaub in der Türkei. Wie Radikalisierung von Tschetschenen in Deutschland auch versucht wird, erleben wir bei weiteren Recherchen im Netz. Wir stoßen auf ein Video des IS-Senders Furat Media, einem Internetkanal, der sich seit 2015 an Nordkaukasier wendet wie die Tschetschenen. Für das Zielpublikum in Deutschland tritt der IS-Kämpfer und Ex-Rapper Deso Dog mit Vertretern einer kaukasischen Kampfgruppe auf. Deso Dog zeigte sich schon vorher oft im Internet mit tschetschenischen Kämpfern und war jahrelang die Galionsfigur der deutschen Dschihadisten-Szene. Hier wirbt er für ein kaukasisches Kalifat. Eine Nachricht auch an die Jugend von Tschetschenien, an die Jugend von Dagestan, an die Jugend in der kompletten Wilayat Kaukas, meine ehrenwerten Brüder und Mujahideen, an die Jugend. Ich rufe euch auf zum Anschluss an diese Khilafa, zum Anschluss an Wilayat Kaukas. Alle diejenigen, die die Bayer noch nicht gegeben haben, gebt die Bayer an Amir al-Mu'minin und kommt zum Dschihad. Es gibt jetzt noch einen Punkt, der für die Tschetschenen besonders interessant ist. Es gibt in Syrien schon recht früh, spätestens im September 2012, russischsprachige Strukturen. Dazu kam dann, dass dort eine neue Organisation entstanden ist mit dem sogenannten Islamischen Staat, die eine sehr attraktive Ideologie angeboten hat. Nicht nur eine attraktive Ideologie, sondern auch einen regelrechten Staat, in dem man leben konnte, in dem man heiraten konnte, Kinder bekommen, zumindest für einige Jahre. Und diese Kombination, hier sind wir beim Pull-Faktor, wie man in der Forschung sagt, also der Faktor, der in das Kriegsgebiet zieht, diese Kombination von Push- und Pull-Faktor, die sorgt dafür, dass dieser Krieg so ungeheuer attraktiv ist und so viele junge Leute nach Syrien zieht. Ist den Behörden die Verbindung zwischen dem tschetschenischen Familienclan aus Detmold und Milato Ibrahim bekannt? Gibt es Erkenntnisse zur Radikalisierung von Magomed und Fatima M.?
Wir erhalten nur eine Antwort der Polizei Bielefeld. Aus ermittlungstaktischen Gründen könne man unsere Fragen nicht beantworten. Auch das NRW-Innenministerium und der Verfassungsschutz NRW wollen sich nicht äußern. Margomet und Fatima M. erreichen 2015 mit den beiden Söhnen im Alter von 7 und 11 Jahren den Irak. Sie bleiben in Tel Kaif bei Mosul. Sie sollen über die Türkei und Syrien gereist sein. Die genaue Route ist unbekannt. 2016 meldet sich Fatima per Facebook. Auf ihrer Seite wirbt sie für die Einhaltung der Kleiderordnung der Frau nach der Scharia. Daneben postet sie ein Gedicht über den Hijab. Er erhöhe die Frau und die Frauen, die ihn tragen, bekommen im Jenseits ein Haus voller Perlen. Was genau Fatima selbst im Irak gemacht hat, ist ungeklärt. Fest steht, die Terrormiliz IS setzte auch Frauen ein. Sogar als Selbstmordattentäterinnen mit Sprengwesten. Frauen hatten aber auch andere Aufgaben, etwa die Überwachung der strengen Verhaltensregeln. An der Hochschule Villingen-Schwenningen wird über Opfer und Täter des Islamischen Staates geforscht. Seit 2014 reist Professor Kieselian regelmäßig in den Irak, wo er auch viele Frauen psychologisch betreut. Wir haben Attentäterinnen und Leute, die aktiv im IS gekämpft haben. Eine besondere Gruppe war tatsächlich, was sehr perfide ist, eben die dafür gesorgt haben, dass die Menschen, die einfachen Bürger in Mosul oder in Raqqa, sich nach den Regeln des Islams richten mussten. Das ist Kleidung gewesen. Sie haben zum Beispiel geguckt, ob sie sich geschminkt haben. Sie haben, wenn sie nur einen kurzen Ärmel getragen haben, waren sie sofort da. Sie sind in Häusern unangemeldet gegangen und geschaut, ob da doch anders gelebt wird, als man vielleicht öffentlich auf der Straße. Also sehr viele Spionagetätigkeiten, auch übrigens in Zusammenarbeit mit Kindern. Das heißt, sie haben auch Kinder vorgeschickt, die unbeobachtet hören sollten, was man gegen den IS sagt. Dann hat man es den Frauen gesagt und die wiederum haben es dann den verschiedenen Stellen. Und viele sind so auch verschwunden und auch hingerichtet worden. Im Juli 2017 sind die Kämpfer des Islamischen Staates in der Altstadt von Mosul eingekesselt. Ein britischer Kriegsreporter begleitet alliierte Einheiten. Seine schriftlichen Protokolle und Interviews liegen uns vor. Er berichtet detailgenau. Einheimische IS-Kämpfer und ihre Familien sind längst geflohen. Die letzten Kämpfer sind hauptsächlich Ausländer, darunter viele Tschetschenen, so berichtet ein irakischer Oberst. Einige ausländische Kämpfer verstecken sich noch. Die versuchen, sich selbst in die Luft zu jagen, wenn unsere Soldaten in die Gebäude stürmen. Heute hatten wir 2 Selbstmordattentäterinnen, aber wir machen weiter. Mitte Juli 2017 wird die deutsche Linda W. an der Front in Mosul von einem Spezialkommando verhaftet. Eine deutsche Islamistin, die wie Fatima M. zum IS gegangen war. Und Fatima M.? Laut Protokoll des britischen Kriegsreporters schildert der irakische Oberst kurz vor der Inhaftierung von Linda W. die Verhaftung einer weiteren Deutschen. Gestern haben wir 2 Tschetschenen gefangen genommen und eine Deutsche und Kinder. Meine Männer haben viel riskiert. Eine Tschetschenin ist verwundet worden. Eine der Frauen war Tschetschenin, hatte aber einen deutschen Pass. Vermutlich Fatima M. Sie wird im Irak inhaftiert. Ihr Mann Margomet bezahlt die Reise in das Kalifat des Schreckens mit seinem Leben. Er starb bereits 2015. Die beiden kleinen Söhne gelten seit einem Bombeneinschlag während des Kampfes um Mosul als verschollen. Ein Kampf, den kaukasische Einheiten wie diese an der Seite des IS erbittert geführt haben. Mit vielen Tschetschenen in ihren Reihen. Sie kennen sich mit Guerillakrieg aus, sie kennen sich mit Waffen aus. Sie sind technisch auf dem neuesten Stand, ähnlich wie bosnische Kämpfer, die ebenfalls sehr stark vertreten waren. Und sie fallen dadurch auf, dass sie sogar auch mit ganzen Familien teilnehmen. Das heißt, es sind nicht nur die einzelnen Kämpfer. Wir haben vermehrt gerade in Raqqa, in Deir ez-Zor, aber auch in Mosul und anderen, auch in dem komplett die Familien dort eingewandert, zugewandert sind, sich der IS beteiligt haben, um im Islamischen Staat zu leben und haben sogar ihre Kinder dann entsprechend auch so nach dem Islamischen Staat, der Regeln des Islamischen Staates, Kalifats großgezogen. Radikal, gewalttätig und das Töten gehört ja zum Alltag. Das Video des IS-Bataillons Badr Katiba
diente als Beweismittel vor Gericht bei Prozessen gegen IS-Rückkehrer in Norwegen und Deutschland. Auf den Bildern können wir mindestens zwei Tschetschenen aus Deutschland identifizieren. Auf einem Pickup fahren sie in Richtung Front. Aslanbek S. und Ruslan B., Kampfname Salawat. Beide stammen aus Bremen. Ruslan B., der vom französischen Geheimdienst gesucht wird, ist unseren Recherchen zufolge inzwischen tot. Uns liegt das Verhör eines inhaftierten deutschen Islamisten vor. Demzufolge sollen im Umfeld von Ruslan B. weitere Tschetschenen aus Bremen im Dienst des IS gestanden haben. Mindestens 11 aus Bremen will der Islamist bei einem Treffen in einem Haus in Syrien gesehen haben. Die Bremer Behörden ermitteln noch, ob es weitere Rückkehrer gibt. Einer ist wieder da. Aslanbek S. überlebte. Vor seiner Ausreise verkehrte er hier im Islamischen Kulturzentrum. Wir veröffentlichen die Moscheen, die wir als extremistisch einstufen. Im Verfassungsschutzbericht hier in Bremen ist es in Groh das Islamische Kulturzentrum, kurz IKZ, das ein Hotspot für die salafistische Szene ist. Wir hatten den sogenannten Kultur- und Familienverein in Bremen, eine Abspaltung aus dem IKZ, das ich eben genannt habe, in der sehr radikal und extremistisch gelehrt wurde. Wir stellten auch fest, dass ausgerechnet aus diesem Kreis derjenigen, die sich dort trafen, wir vermehrt Ausreisen feststellen mussten. Und im Dezember 2014 ist es uns gelungen, den Verein zu verbieten. Aslanbek S. wurde verhaftet und im August 2018 in Hamburg zu einer 4-jährigen Haftstrafe verurteilt. Sein Anwalt legte Revision ein. Sein Mandant habe nicht gekämpft. Wenn diese Menschen natürlich nach Deutschland oder nach Europa, also in ein befriedetes Land zurückkehren, dann hat man einfach ein Sicherheitsproblem. Weil man weiß ja nicht genau, was haben diese Leute da eigentlich gemacht. Sind sie ausgebildet an der Waffe? Haben sie möglicherweise Verbrechen begangen? Wie entschlossen und wie überzeugt sind sie von ihren Ideen? Das sind ja alles Dinge, die mehr oder weniger gar nicht klar sind. Nach einem Jahr Haft im Irak kehrt Fatima M. im Februar 2019 allein nach Deutschland zurück. Angeblich soll sie nach dem Tod ihres Mannes in einem Frauenhaus für Witwen von IS-Kämpfern in Mosul gelebt haben. Also meine Mandantin hat ein Ermittlungsverfahren anhängig wegen des Verdachts der Unterstützung bzw. Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, dem IS, und zusätzlich einen Verstoß gegen das Völkerstrafgesetzbuch, § 9. Das ist, weil man sich da Plünderung oder fremdes Eigentum angeeignet hat. Der Vorwurf der Ermittler, Fatima M. und ihr Mann sollen sich im irakischen Tel Kaif bei Mosul ein fremdes Haus angeeignet haben. Also einen Haftbefehl gab es nicht, ausweislich meiner Kenntnisse sieht auch der Generalbundesanwalt das so, dass da kein Haftgrund vorliegt. Im Moment wird das vom Ermittlungsverfahren fortgeführt und dann mit dem Abschluss der Ermittlung wird dann darüber entschieden, ob Anklage erhoben wird oder nicht. Man hoffe, die Söhne noch zu finden, so der Anwalt. Doch vielleicht sind sie tot. Fatima M. und ihr Mann wurden radikalisiert mitten in Deutschland. Wie andere Tschetschenen auch. Etliche haben das mit dem Leben bezahlt. Ich schwöre bei Gott, mein Herz sagt mir, dass du stirbst. So Gott will. Allah ist groß. Möge dir Gott gegen die Ungläubigen helfen.